Hallo Frau Lang, schön, dass Sie da sind. Guten Abend. Frau Lang, Christian Lindner hat sich geoutet. Er hat zu Hause eine Wärmepumpe. Das habe ich mitbekommen. Womit heizen Sie zu Hause? Ich wohne in einer Mietswohnung, das heißt in einem Haus, was noch mit Gasheizung betrieben wird, worauf ich als Mieterin auch gar keinen Einfluss habe. Auch das ändert sich zum Glück jetzt mit dem Gebäudeenergiegesetz. Genau, und zwar, weil jetzt die Kommunen erstmal die Wärmeplanung machen müssen. Das hieße, bei Ihnen wäre es dann so, dass dann möglicherweise für das ganze Mietshaus entschieden wird, woher kommt die Fernwärme. Ist das nicht besser so rum, erstmal die Kommunen in der Pflicht, dann die privaten Haushalte, müssen Sie heute sagen, danke liebe FDP, dass ihr uns da drauf gebracht habt. Ich muss sagen, dass da gestern eine praktikable Lösung gefunden wurde und dass ich damit zufrieden bin. Und ich glaube, es geht mir gar nicht darum, jetzt zu sagen, hat die FDP einen Punkt gewonnen, haben die Grünen einen Punkt gewonnen, sondern am Ende geht es doch darum, letztes Jahr stand ich mit Christian Lindner und Lars Klingbeil gemeinsam vor dem Reichstag nach dem Koalitionsausschuss und habe damals gesagt, wir geben jetzt auch sowas ab wie eine fossile Unabhängigkeitserklärung, weil wir gesehen haben, wie sehr uns die Abhängigkeit von Gas und Öl gefährdet hat, wie unsicher sie uns gemacht hat und wie sehr sie die Preise getrieben hat. Und jetzt können wir sagen, wir legen endlich los damit. Damit bin ich erstmal glücklich. So, aber das war nicht meine Frage, wer gewonnen und wer verloren hat, sondern tatsächlich, warum die Grünen, ich sag's jetzt mal salopp, nicht früher auf die FDP gehört haben. Wenn es wirklich so ist, dass das Gesetz jetzt besser ist, das hätten sie ja ohne Streit früher haben können, wenn sie früher nachgegeben hätten. Deshalb wollten wir ja die ganze Zeit, dass verhandelt wird. Deshalb haben wir ja gesagt, lasst uns doch jetzt in die parlamentarischen Verhandlungen einsteigen, damit wir endlich darüber reden, was ist die Kritik, mit welchen Maßnahmen können wir es besser machen. Aber ich glaube erstmal, dass wir als Grüne diesen Anstoß gegeben haben. Wir hatten davor viele Jahre, wo der Gebäudesektor immer so ein bisschen das Stiefkind des Klimaschutzes war. Das wurde komplett vergessen. Obwohl wir über ungefähr 30% der Emissionen reden, dann haben wir gesagt, lasst uns das endlich angehen, auch aus einer Erfahrung der Krise heraus, haben den Vorschlag gemacht. Jetzt haben wir den Vorschlag noch ein bisschen praxistauglicher gemacht. Ich hoffe, wir machen ihn jetzt auch noch sozialer. Und damit geht's jetzt los. Okay. Christian Lindner hat ja das ja witzig gemeint. Er hat ja bei einem SPD-Treffen gestern dann gesagt, der Unterschied zwischen den Grünen und mir ist, die doktern seit 3 Jahren an ihrer Wärmepumpe rum, meine zu Hause läuft schon. Der hat sich darauf bezogen, dass sie bei der Grünen Parteizentrale in Berlin ein Mehrparteienhaus Gründerzeit gebaut, seit 3 Jahren versuchen, eine Wärmepumpe einzubauen. Das funktionierte aus ganz vielen Gründen nicht. Pandemie, Handwerker, Genehmigungsverfahren, also das, was jeder Bürger kennt, wenn er sowas versucht. Daher nochmal die Frage, also wenn man aus der eigenen Erfahrung sieht, wie schwierig das ist, warum beharrt man trotzdem darauf, diese Frist zum Beispiel zu setzen, 1.1.2024? Wir bauen tatsächlich eine Geothermieanlage mit einer Tiefenbohrung. Das ist deutlich komplizierter, als was normalerweise in Deutschland eingebaut wird. Das heißt, da muss sich auch niemand Sorgen machen, wenn es um das eigene Haus geht. Wir freuen uns trotzdem natürlich wie bei jedem Thema sehr über Tipps von Christian Lindner und nehmen die sehr, sehr gerne an. Aber wenn man sich mal anschaut, wenn man sich anschaut, was jetzt genau beschlossen wurde, und wir haben ja jetzt Änderungen vorgenommen, die haben wir jetzt gemeinsam vorgenommen, jetzt geht es in parlamentarische Verfahren, dann ist es doch genau das. Wir starten mit dem 1.1.2024, dann tritt das Gesetz in Kraft. Für Neubau. Dann gelten die Bisher Regelungen? Sollte das für Altbauten wie Ihre Parteizentrale gelten. Das ist ja nicht praxisnah gewesen. Es tritt tatsächlich für alle erstmal in Kraft. Das bedeutet aber, dass es ein schrittweises Vorangehen gibt. Das heißt, für Neubaugebiete gilt 65% erneuerbare Energien ab dem 1.1. Vielleicht auch hier, weil da so viele Ängste geschürt wurden innerhalb der letzten Wochen und Monaten. Wer eine funktionierende Heizung hat, der kann die behalten, der muss keine neue einbauen. Wer eine neue einbauen muss, gilt ab dem 1.1. im Neubaugebiet. Um 65% Erneuerbare. Bei den anderen geht man schrittweise vor. Das heißt, es wird tatsächlich an die kommunale Wärmeplanung gekoppelt. Da gibt es manche Bundesländer, die sind jetzt schon relativ weit vorangeschritten. Baden-Württemberg zum Beispiel. Andere folgen in den nächsten 1-2 Jahren. Schleswig-Holstein, Nordrhein-Westfalen. Manche müssen noch ein bisschen nachlegen, wie zum Beispiel Bayern. Und dann sagt man, sobald der kommunale Wärmeplan vorliegt, gilt eben auch die Regelung 65% Erneuerbare und damit ja auch bezahlbare und sichere Wärme. Frau Lang, ich verstehe, dass Sie jetzt sagen, der Kompromiss ist toll auch, und Sie haben das alles erfunden, aber stimmt einfach nicht, weil Sie eben die Reihenfolge eigentlich anders gedacht haben. Also deshalb nochmal, hätten Sie nicht nachdenken können und eben die kommunale Wärmeplanung vor diesem Gesetz schalten können? Es hätte Ihnen wahnsinnig viel Ärger erspart und die Bürger vielleicht weniger verunsichert. Ich will gar nicht sagen, ich habe was erfunden, sondern ich will sagen, dass wir als Regierung hier mal uns zusammengesetzt haben, dass das, glaube ich, viele Bürgerinnen und Bürger in den letzten Monaten vermisst haben. Okay. Und dass wir als Grüne jetzt auch gesagt haben, ja, wir sind da bereit zu Kompromissen, wir sind bereit zu Änderungen, waren das von Anfang an. Die kommunale Wärmeplanung wird ja auch schon seit Monaten vorbereitet, im Haus von Clara Geiwitz, im Haus von Robert Habeck. Das heißt, der Zusammenhang war immer klar.
wenn ich als Grüne, und ich glaube, es ist ja auch ein Zeitpunkt, wo man auch fragen muss, ja, Selbstkritik, ich glaube nicht immer nur zu sagen, wir haben das alles toll gemacht, sondern wo natürlich auch eine Selbstkritik angebracht ist, dann würde ich sagen, was wirklich versäumt wurde von unserer Stelle aus, von allen Teilen der Regierung, aber auch die soziale Frage muss immer am Anfang stehen. Also die Frage, wie kann das am Ende bezahlt werden, was habe ich im Geldbeutel, das muss nicht am Ende geklärt werden, sondern das muss am Anfang geklärt werden. Deshalb machen wir da jetzt auch Druck, dass man hier vorankommt, denn da ist tatsächlich gestern keine Regelung erfolgt. Nein, das ist einer der Punkte, der einfach total offen ist. Ja. Genau wie am Anfang ist er jetzt noch offen. Und Sie müssen damit jetzt in das parlamentarische Verfahren. Keiner weiß, wer eine Förderung bekommt, welche Ausnahme es geben wird, in welcher Höhe die Förderung ist. Warum haben Sie es nicht vorher geklärt? Aber das werden wir jetzt innerhalb der nächsten Wochen klären, denn wir haben uns ja vorgenommen, nicht nur, dass es jetzt ein parlamentarisches Verfahren geht, sondern dass das Gesetz bis zur Sommerpause durch den Bundestag geht. Sie haben drei Wochen, um diese sozialen Fragen zu klären. Ja, und das werden wir hinbekommen. Und ich werde mich ganz klar dafür einsetzen, das weiß ich auch von unserer grünen Bundestagsfraktion, dass es sozial gestaffelt abläuft. Das heißt, wenn jemand wenig Geld hat, dann wollen wir zum Beispiel bis zu 80% Förderung. Wenn jemand viel Geld hat, dann wird das immer weniger. Das heißt, es ist an das Einkommen gekoppelt. Und ich finde, das ist ehrlich gesagt gerecht, weil wenn ein Millionär sich jetzt eine Wärmepumpe einbaut, was eine Zukunftsinvestition ist, die in den nächsten Jahren rechnen wird, dann braucht er dafür keine staatliche Förderung. Aber eine Rentnerin mit wenig Geld, für die soll es so billig sein, wie es gerade eine Gasheizung ist. Eigentlich der schwierigste Punkt. Und wir warten tatsächlich auf diese drei Wochen, ob Sie das dahin bekommen und schauen auf die Kritik von der anderen Seite. Denn es gibt wahnsinnig viel Kritik. Greenpeace zum Beispiel wollen wir zitieren. Die sagen, mit diesem aufgeweichten Heizungsgesetz rückt das Erreichen der Regierungsziele beim Klimaschutz in weiter Ferne. Wenn zunächst die kommunale Wärmeplanung abgeschlossen werden soll, dann werden bis 2028 die meisten Kommunen weiter klimaschädliche Gasheizungen eingebaut in den Kommunen. Das heißt also 4 Jahre, wo Öl- und Gasheizungen, die jetzt schon reißenden Absatz hatten während des Streits, die werden weiter eingebaut. Aber der reißende Absatz im Sinne von runtergehen, das ist ja tatsächlich das Ziel. Denn wenn wir schauen, erstmal werden wir nicht ab 2028 anfangen, sondern die kommunale Wärmeplanung läuft in vielen Bundesländern heute schon. Baden-Württemberg hat das Ziel, bis Ende des Jahres tatsächlich schon abgeschlossen zu sein. Viele Bundesländer ziehen jetzt mit. Ich würde mir wünschen und hoffe auch, dass das jetzt ein Zeichen ist an die Ministerpräsidentin, an die Landesregierung, da schnell voranzugehen. Und das Zweite, wir dürfen nicht unterschätzen, welche Signalkraft jetzt dieses Gesetz hat. Denn wenn es am 01.01.2024 in Kraft tritt, dann ist das das Signal an alle Bürgerinnen und Bürger, es lohnt sich nicht, eine neue Gas- oder Ölheizung einzubauen. Und das ist mir ehrlich gesagt auch verdammt wichtig, denn es ist am Ende auch eine Verbraucherschutzdebatte. Also hat Greenpeace nicht recht. An der Stelle, ja, sonst hätte ich, also würde ich es nicht verteidigen hier, sehe ich das anders. Natürlich kann ich mir wünschen, dass man aus Klimaschutzgründen, ich verstehe da auch jede Kritik, die von den Umweltverbänden kommt, sagt, so schnell wie möglich und so einfach wie möglich jetzt einfach da sozusagen loszulegen. Am Ende ist es aber, glaube ich, auch eine Frage, dass wir jetzt eine gemeinsame Lösung der Regierung haben, dass wir an der Akzeptanz in der Bevölkerung gearbeitet haben und dass ich mir sicher bin, dass ganz, ganz viele Bürgerinnen und Bürger, wenn dieses Gesetz in Kraft tritt, verstehen werden, für mich macht es wirtschaftlich keinen Sinn, mir eine neue Öl- und Gasheizung einzubauen. Und das will ich mal sagen. Die Preise für Öl und Gas, die werden in den nächsten Jahren nach oben gehen, spätestens 2027, wenn der Zertifikatehandel angewendet wird. Das heißt, wer heute noch Menschen erzählt, baut euch eine neue Gas- oder baut euch eine neue Ölheizung ein, der treibt die in eine Kostenfalle. Gut, aber das ist aktive Verbrauchertäuschung. Okay, das ist aber eine Hoffnung, dass das Signal so verstanden wird. Inzwischen eben ist aber auch die Pelletheizung eben erlaubt. Und da sagt die Deutsche Umwelthilfe, das ist einfach umweltschädlich und ein schlechter Tag für den Klimaschutz. Es ist das vielleicht noch ganz kurz dazu, nicht nur eine Hoffnung, sondern wir haben ja nicht ohne Grund zum Beispiel auch eine verpflichtende Beratung eingeführt. Das heißt, die Leute, die sich in den nächsten Jahren, sagen wir eine Kommune, die spät dran ist, 2028, in den 4 Jahren dazwischen, werde ich dann beraten. Und da würde ich auch nicht immer auf die Leute hören, die hier in diesem politischen Sessel sitzen, in den Talkshows, sondern auf den lokalen Energieberater. Ich glaube, der wird da meistens den richtigen Tipp geben, das was sicher und auch auf Dauer bezahlbar ist. Das ist ja verpflichtend, heißt ja, bevor ich mir eine Gasheizung einbaue, brauche ich eine verpflichtende Beratung. Das heißt, sie verpflichten jetzt die ganzen Energieberater, aber auch die, die Heizungen verkaufen, zur Beratung. Ja, aber es ist doch gut, dass die Menschen jetzt eine Beratung bekommen, haben dass sie eine Planungssicherheit bekommen. Natürlich sind wir da dauerhaft im Gespräch. Ehrlich gesagt, wenn ich im letzten Monaten im Land unterwegs war, bei den Handwerkern, haben die gesagt, wir bilden jetzt die Leute aus, wir bilden die Leute weiter, wir können das schaffen. Die Hersteller haben gesagt, haben wir sie auch welche getroffen, die richtig sauer sind von den Heizungsleuten, weil die permanent eben angefragt, also egal, anderer Punkt. Habe ich aber auch welche getroffen, verpflichtende Beratung soll es geben, die Pelletheizung kommt trotzdem. Die Deutsche Umweltshilfe sagt, das ist ganz schlecht für die Umwelt, ein schlechter Klartext.
Tag für den Klimaschutz. An der Stelle haben die recht, oder? Also der gestrige Tag war ohne Frage kein schlechter Tag für den Klimaschutz, sondern erstmal ein weiterer Schritt. Aber ja, bei Holz ist es tatsächlich kompliziert. Wir müssen uns das anschauen. Es gibt Fälle, wo Holz Sinn macht. Wenn ich mir zum Beispiel eine Kommune anschaue, die ihr Fernwärmenetz durch heimische Restholzabfälle, also was in Schreinereien anfällt, dadurch beheizt, dann macht das Sinn, dann ist es eine gute, eine funktionierende Lösung. Aber natürlich, bei Holz müssen wir uns auch die Nachteile anschauen. Das Thema Feinstaub wurde schon angesprochen. Das Zweite ist, dass wir hier natürlich eine sehr knappe Ressource haben. Wir wollen auch unsere Wälder schützen. Und das Dritte muss sein, dass unser Ziel ist, dass wir am Ende natürlich nicht abhängig werden von Holzimporten, im schlimmsten Fall aus Brasilien, aus dem Amazonas. Das heißt, davon bin ich überzeugt, in den weiteren Beratungen im Parlament wird man da eine Lösung finden, die beiden gerecht wird. Also sagen, das muss in bestimmten Fällen ermöglicht werden, ist es ja jetzt auch drin. Aber natürlich wird das in vielen Fällen nicht die Zukunftstechnologie sein. Auch dafür 3 Wochen. Wir zählen die Zeit runter und hoffen, dass es gut rauskommt. Ich weiß, wir haben in den letzten Monaten nicht gezeigt, wie schnell wir handeln können, aber im letzten Jahr vielleicht ein bisschen. Luisa Neubauer gehört zu den vielen von der grünen Basis, die sagen, das ist eine de facto Entkernung des Gebäudeenergiegesetzes und es ist ein schlechter Witz, so wie es jetzt gemacht wird. Sie haben massiven Gegenwind von der grünen Basis, den haben Sie ja schon seit einiger Zeit. Erst kommt die Atomkraftverlängerung, jetzt diese Geschichte und dann haben Sie auch noch bei dem Asylgesetz, das Frau Faeser jetzt auf der EU-Ebene verhandelt hat, nicht bekommen, was sie wollten, nämlich dass zum Beispiel Familien und Kinder nicht in diese Internierungslagen an der EU-Außengrenze kommen. Am Wochenende gibt es einen kleinen Parteitag. Sehr viel Gegenwind ist Ihnen sicher. Wie schwierig und wie gefährlich ist das für Sie, dass Sie den Rückhalt der Basis an diesen vielen Punkten verlieren? Ich glaube, da muss man ganz, ganz klar unterscheiden. Wenn ich gerade mit Menschen an unserer Basis rede, dann freuen die sich, dass das Gebäudeenergiegesetz kommt. Dann freuen die sich, dass wir hier auch nicht zurückgeschreckt sind als Grüne. Dass wir nicht einfach gesagt haben, wir lassen das jetzt mal, weil es da Gegenwind gibt, sondern also auch diese gestellt haben. Freut sich schon mal nicht. Und wie gesagt, dass es jetzt bei der Wärmewende vorangeht. Das heißt, man muss zwischen diesen Themen unterscheiden. Wir hatten im letzten Jahr häufig Situationen als Grüne, wo man eine neue Realität hatte. Und wenn man natürlich vor der Entscheidung steht, stellt man sich dahin und sagt, auf Seite 347 unseres Wahlprogramms steht aber das. Oder handelt man entsprechend dieser Realität? Das Thema Waffenlieferung war so eins, wofür die Breite unserer Partei sehr, sehr klar war. Ja, wir hatten im Wahlprogramm stehen, keine Waffenlieferung in Kriegs- und Krisengebiete. Dann bricht dieser Krieg aus, die Ukraine wird angegriffen. Und in dem Moment steht man natürlich da und sagt, ich kann mich jetzt mit der weißen Weste daneben stellen. Ja. Damit nehme ich aber in Kauf, dass dort Leute abgeschlachtet werden. Und dann finde ich nicht, dass es in irgendeiner Form ein inhaltlicher Verrat ist, sondern entspricht es auch den Werten, dann zu handeln, zum Beispiel Waffen zu liefern. Wahrscheinlich können Sie alles gut begründen. Die Waffenlieferungen, den Kompromiss bei der Atomkraft, den Kompromiss dann eben auch beim Gebäudeenergiegesetz. Bei der Asylfrage haben Sie gesagt, Frau Faeser hätte dieses Gesetz so oder diesen Kompromiss so nicht zustimmen dürfen. Sie fordern, das muss nachgebessert werden. Frau Faeser saß gestern hier und hat gesagt, Deutschland wird in jedem Fall zustimmen, auch wenn die Familien und Kinder ins Internierungslager müssen. Was machen Sie denn dann? Ist das der Punkt, wo Sie sich à la Lindner mal denken, besser nicht regieren als falsch regieren? Nö, ich will, dass wir weiter regieren, ich will, dass wir weiter Verantwortung übernehmen. Aber Verantwortung heißt eben auch, ganz klar Position zu beziehen. Und das heißt für mich auch, nicht bei einfach jedem Kompromiss Ja zu sagen und zu sagen, das passt für uns. Mhm. Wenn wir uns das anschauen, was Sie gerade angesprochen haben, da geht es ja um das gemeinsame europäische Asylsystem. Dann haben wir einen Status quo, der ist unerträglich. Es ertrinken auch diese Woche noch mal Menschen im Mittelmeer. Die Lage in Moria, das sind unfassbare Bilder. Und wir haben klar gesagt, auch als Grüne, da ist es richtig, sich auf schwierige Verhandlungen mit vielen Mitgliedstaaten, die viel restriktivere Positionen haben, einzulassen. Wir haben aber auch gesagt, nicht um jeden Preis. Und jetzt schaut man sich das an und es gibt Punkte, wo man klar sagen muss, da würde das Ergebnis schlechter aussehen, wenn Deutschland nicht dabei gewesen wäre. Zum Beispiel die Ausnahme für unbegleitete Minderjährige. Ja. Aber wir konnten uns an zentralen Punkten auch nicht durchsetzen. Das habe ich da referiert. Was machen Sie, wir jetzt auf die Verhandlungen im Europäischen Parlament. Was, wenn das scheitert? Und danach werden wir uns das nochmal anschauen. Aber für mich ist jetzt das glanzklare Ziel, und deshalb habe ich auch gesagt, dass ich an dem Punkt es nicht richtig fand, dass Nancy Faeser zugestimmt hat, dass ihre Hand dafür gehoben hat. Denn ich finde, Asylpolitik in einem Europa, das so weit auseinandergeht, ist nicht leicht. Das kann man sich nicht leicht machen. Aber am Ende muss doch der Anspruch bestehen von uns allen, dass keine Kinder in Lagern in Außengrenzen kommen. Gut, Sie haben noch nicht geantwortet, was Sie dann machen. Aber weiter regieren ist wichtig. Die Grünen sind abgesunken auf Platz 4 der Umfragen. Die AfD ist die zweitstärkste Partei. Wenn es am Ende so ist, dass Sie feststellen, die eigenen Leute enttäuschen Sie fortlaufend, und den Rest sozusagen verschrecken Sie.
weil sie die offensichtlich überfordern. Welche Konsequenzen ziehen Sie daraus? Kann man alles schönreden, was man eigentlich nicht richtig findet? Habe ich ja gerade im Moment nicht gemacht, sonst hätte ich ja nicht genau gesagt, wo ich auch Kritik habe. Mhm. Nein, ich finde, man kann nicht alles schönreden. Ich glaube, man braucht eine Ehrlichkeit darüber, was war ein Ziel, was haben wir erreicht, was haben wir auch nicht erreicht. Aber ich glaube, wir müssen auch nicht in Sack und Asche gehen, sondern zu schauen, was wir im letzten Jahr alles auf die Beine gestellt haben. Aber das, was Sie gerade angesprochen haben, die AfD-Umfrageergebnisse, mhm. ich glaube, die müssen jedem Demokrat und jeder Demokratin massive Sorgen machen. Und da, ich finde, Johannes Hilje, ein Wissenschaftler, hat dazu vor kurzem einen sehr guten Text geschrieben, wo er aufgeschrieben hat, dass das, was wir sehen, was die AfD gerade sehr weit nach oben treibt, dass da dieses auf den Finger zeigen, entweder wir sagen, die Opposition ist schuld, das ist die CDU, oder die CDU sagt, das ist die Ampel, die tragen da alleine Schuld. Das bringt nichts, sondern jede politische Partei, jede demokratische Partei trägt ihre Verantwortung. Und er hat aufgeschrieben, dass wir eigentlich sowas erleben wie Kulturkampf bei materiellen Debatten. Mhm. Also eigentlich wirtschaftliche Fragen, soziale Fragen, wie jetzt auch beim Gebäudeenergiegesetz, werden plötzlich zu Kulturkampfdebatten gemacht. Und da tragen wir eine Verantwortung, wenn wir offensichtlich bei diesen sozialen Fragen nicht genug Sicherheit geben. Das wird übrigens auch eine Frage für die jetzigen Haushaltsverhandlungen sein. Und da trägt eine Opposition eine Verantwortung, wenn Markus Söder sich zum Beispiel in Erding auf eine Bühne stellt. Jetzt zeigen Sie doch mit dem Finger auf die anderen. Haben Sie doch gerade gesagt? Beide. Nein, so. Ich finde, wir müssen mehr Sicherheit bei diesen wirtschaftlichen sozialen Fragen geben, und um Markus das zu Söder verhindern. Muss das seine tun. Und gleichzeitig sollte Markus Söder sich nicht auf Demonstrationen stellen, wo Ami Go Home und AfD-Flaggen rumgehen. Das hat man doch ganz klar gesehen bei der Demo in Erding. Wenn Bürgerliche den Kulturkampf suchen, dann gewinnen sie nicht selbst, sondern gewinnt das Original. So, der Markus Söder wird's hören. Wir danken für den Einblick in das Denken und Tun der Grünen heute. Herzlichen Dank, Danke. Ricarda Lang, fürs Kommen. Dankeschön.